Herr Professor Reuß, das also ist die Handschrift von Hölderlin höchstpersönlich, die berühmte Heidelberg-Ode und die, wenn man so draufschaut, den Eindruck macht, als sei das das Tagebuch eines Wahnsinnigen gewesen, was bei Hölderlin ja vielleicht auch irgendwo naheliegt, das zu denken. Aber es ist ein Entwurf. Es ist also nicht das fertige Gedicht, die fertige Ode, sondern ein Entwurf. Und Ihre Aufgabe war nun und ist nun, daraus einen lesbaren und vernünftigen Text zu machen. Ich denke, am Anfang steht da erstmal, wie kann ich überhaupt diese Handschrift lesen lernen? Ja, das ist eben ein großes Problem. In Deutschland ist so ab 1918, 20 rum die deutsche Kurrentschrift, das ist die Schrift, in der Hölderlin alles geschrieben hat, auch Schiller alles geschrieben hat, eigentlich nicht mehr so richtig geübt worden, gelernt worden in der Schule. Es lief dann aus. Das heißt, wir haben heute relativ wenig Leute, die diese ältere deutsche Schreibschrift lesen können, bemühen uns an der Universität, die Kenntnisse weiter zu vermitteln. Aber man muss die Schrift kennen, um sie entziffern zu können. Kann man sagen, wer Schiller lesen kann, im Original, in der Handschrift, kann auch Hölderlin lesen? Ganz genau. Und Kleist und Goethe. Goethe hat viel Lateinisch auch geschrieben. Also bei Goethe ist es in der Überlieferung etwas leichter. Aber bei Hölderlin ist es, genau wie bei Schiller, zu fast 100% so, dass es in der deutschen Schreibschrift geschrieben ist. Es ist, selbst wenn es jetzt erstmal verwirrend aussieht, keine Handschrift, die extreme Entzifferungsprobleme bereitet. Eher ist es so, dass man sich die Chronologie, also die innere Chronologie, wie Hölderlin welche Strophen wann fixiert hat, ja, dass man sich die klar machen muss. Und das ist eigentlich die größere Herausforderung als die reine Entzifferung. Wir fangen ja auch bei der Entzifferung, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, nicht bei Null an. Das ist ja kein Manuskript, was gerade aufgetaucht ist. Ja. Sondern es gibt natürlich schon Leute, die sich über die Handschrift gebeugt haben, die Entzifferung vorgeschlagen haben. Das heißt, es hat sich über den Zeitraum, sagen wir ab den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute eigentlich eine sehr stabile Entzifferung herausgestellt. Was nicht so stabil ist und was viel eben aufwendiger ist, auch in der Darstellung, ist, wie kann ich die Schichten dieser Handschrift von der allerersten Notation bis zum endgültigen Ablegen dieses Entwurfs eigentlich so darstellen, dass jemand, der das dann liest in der Transkription, also in der Umschrift, ja, verstehen kann, in welcher Reihenfolge was geschrieben worden ist. Also ein typisches Beispiel ist, wenn man sich näher die Schriftbewegung anschaut, dann kann man eigentlich sehr gut erkennen, dass Hölderlin, als er diese berühmte erste Strophe versucht hat, zu Papier zu bringen, eigentlich sich nur über, sagen wir, zweieinhalb Verse wirklich ganz klar war, nämlich lang lieb ich dich schon, du der Vaterlandsstätte ländlich schönster. Der Rest, den wir heute kennen, also etwa so viel ich weiß, so viel ich sah, das ist die spätere Version, stand damals noch gar nicht. Und das standen auch die ganzen in Hölderlins Biografie ohne dies ja extrem problematischen Bezüge auf die Mutter, standen überhaupt noch nicht da. Und man muss jetzt versuchen, dem Leser, der eine neuere wissenschaftliche Ausgabe lesen will, Hilfsmittel an die Hand zu geben, dass er besser versteht, in welcher Reihenfolge die Überarbeitungen stattgefunden haben. Also dass erst später dieses mir zur Lust und möchte dir und so weiter und erstmal möchte dich Mutter nennen und möchte dich Mutterstadt nennen, dass es eigentlich erst dann relativ später, also in einem zweiten, dritten Schritt formuliert worden ist. In diesem speziellen Fall, das würde ich gerne noch sagen, hat Frau Müller und ich umgetrieben, dass wir wirklich mit sehr vielen Überarbeitungen. Das ist die Mitarbeiterin, die diese Transkription auch angefertigt hat. Es hat uns umgetrieben, dass wir hier über die normale Anzahl von Überarbeitungsschritten hinaus, die normale Anzahl sind 2, 3, tatsächlich hier 7 Stufen innerhalb dieses Gedichtes haben. Kann man sagen, 7 Schichten? 7 Schichten, die zeitlich hintereinander folgen, sodass man sehr große Probleme hat, das in der Transkription so weit zu entzerren, dass man verstehen kann, was gehört jetzt zur Schicht 1, zur Schicht 2, zur Schicht 3, zur Schicht 4. Und wir haben jetzt in diesem Fall ein Verfahren gewählt, was im Hölderlin-Bereich überhaupt noch nicht üblich war. Nämlich, wir haben die einzelnen Schichten farblich voneinander abgehoben, sodass man eigentlich schon, wenn man jetzt nur die Transkription sieht, sofort erkennen kann, was gehört zur zweiten, zur dritten, zur vierten, zur fünften Schicht und so weiter. Erinnert mich an die Troja-Ausgrabung,
wo es ja auch ganz viele verschiedene Schichten gibt und wo auch die Zeichnungen der Fundorte eben auch in verschiedene Farben abgesetzt sind voneinander. Es gibt ja später noch eine Reinschrift, wenn ich richtig informiert bin. Kann man sich nicht an der orientieren dann, was Hölderlin gemeint hat? Ja, das ist eine Reinschrift, wie die meisten der sogenannten Reinschriften. Bei Hölderlin ist sie als Reinschrift intendiert, dann aber wiederum als neuer Entwurf geendet. Ja, das heißt, auch in dieser Reinschrift, die in Homburg gelegen hat und jetzt als Leihgabe in der Württembergischen Landesbibliothek liegt, auch in dieser Reinschrift gibt es noch Überarbeitungsschritte und sie entspricht auch nicht dem, was dann später in dem Almanach namens Aglaia 1801 publiziert worden ist. Für Frauenzimmer oder genau, genau. Also für Frauenzimmer. Ja, für Frauenzimmer, das, ja. war damals die Käuferschicht. Ja, Almanach für Frauenzimmer, wurde es zuerst mal gedruckt. Das erste Mal gedruckt und eben in diesem Almanach ist der Text auch wiederum ein anderer als in dieser späteren Homburger Geschichte. Unsere Intention war ja aber, dass wir dieses Heidelberger Manuskript besser verstehen können und auch unser Verständnis besser dem Publikum vermitteln können. Das hat bestimmte logistische Herausforderungen auch aufgeworfen, weil in der Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich diese ganzen Entwurfsmanuskripte von Hölderlin im Familienbesitz waren und man eigentlich kein größeres Interesse daran hatte. Also unsere heutige Hochschätzung von Handschriften, die hatten im 19. Jahrhundert ganz wenige. Für die Familie war es im Prinzip ein Ballast, ein Erinnerungsstück und so weiter. Und als dieses Manuskript das erste Mal vollständig gelesen wurde, war das durch Eduard Mörike, der von der Schwester Hölderlins in einem Wäschekorb die ganzen Manuskripte von Hölderlin vorbeigebracht bekam. Der war kurz in Nürtingen, der war längere Zeit später auch dann Pfarrer in Nürtingen, aber damals war er sozusagen zu Besuch in Nürtingen bei Verwandten. Und der hat dann von der Schwester das Recht eingeräumt bekommen, also wenn ihm was besonders gut gefällt, dann nehmen sie es halt. Ja. Und jetzt in dem Fall der Heidelberg-Ode und dieses komplizierten Entwurfes hat er diesen Entwurf aus einem größeren Zusammenhang, der geheftet war, herausgerissen und hat dabei übersehen, dass noch zwei weitere Strophen in diesem größeren Zusammenhang fixiert worden sind von Hölderlin. Und diese beiden Strophen liegen in Stuttgart in der Württembergischen Landesbibliothek. Und für unsere Ausstellung und jetzt auch für die Zwecke der Darstellung der Textgenese, also der Textentstehung, haben wir die Möglichkeit gehabt, die Sachen aus der Württembergischen Landesbibliothek hier in Heidelberg zu bekommen. Das wird in der Ausstellung dann auch präsentiert werden. Und wir konnten dann auch in der Basis unserer Edition die beiden ursprünglichen Überlieferungsstränge auch wieder vereinen, sodass man jetzt den gesamten Entwurf auch vor Augen hat und ihn auch verstehen kann. Also man muss Textarchäologe sein, man muss die Schichten erkennen, man muss sich entscheiden manchmal auch. Es wird wahrscheinlich eine Arbeit sein, die nie ganz zu Ende ist, weil immer noch sich irgendeine Möglichkeit ergibt, weil noch eine Handschrift gefunden wird. Und Mörike, der schwäbische Pfarrer Eduard mit Vornamen, hat etwas getan, was uns heute grausen macht. Er hat etwas, was zusammengehört, getrennt. Deswegen sind nur die ersten 6 Strophen in Heidelberg in der Originalhandschrift der Entwurf, die anderen beiden nicht. Das haben Sie geschildert. Wie ging es denn dann weiter mit der Handschrift? Das kommt jetzt noch erschwerend dazu, dass Mörike eigentlich an dem, wenn man heute sagen würde, dokumentarischen Wert überhaupt kein so ein super großes Interesse hatte. Also der hat nicht gesagt, Mensch, ich habe eine Hölderlin-Originalhandschrift. Sondern den hat eigentlich im Prinzip nur der sogenannte Text interessiert. Was kann man daraus machen? Also hat er ganz oft, also nicht nur bei diesem Blatt, eine Abschrift angefertigt, die hat er für sich selber behalten und hat dann anderen Freunden, die er hatte, die sich nun genauer für Autografen, also für eigenhändige Handschriften von Dichtern interessierte, hat er dieses Blatt geschenkt. Es gab einen Handschriftensammler in Stuttgart, der ganz offensichtlich, es geht aus der Korrespondenz von Mörike hervor, sich für das Blatt interessiert hat, dem hat er das geschenkt. Er hat selber die Abschrift davon behalten. Weil es ein Autograph war oder weil es Hölderlin war oder weil es Heidelberg war. Warum war dieser Sammler interessiert? Der Sammler hat, dieser Stuttgarter Sammler, dessen Namen ich jetzt gerade nicht erinnere, ja,
der hat sich eigentlich im Prinzip für alle möglichen Autographen interessiert. Das wissen wir deshalb, weil seine Sammlung dann 1891 auktioniert wurde und dort versteigert wurde. Ja, und sie wurde mit ganz vielen anderen Handschriften dort angeboten und ist wiederum von einem Wiener Sammler, der europaweit berühmt war, eine riesengroße Handschriftensammlung hatte, aufgekauft worden. Der hatte das Pech, dass er diese Handschrift nur kurz in seinem Besitz haben konnte, weil er eben 1899 starb. 1891 war die erste Auktion, 1899 ist er gestorben. Und dann sind dessen gesammelte Handschriftenbestände im Jahr 1900 und 1901, ich glaube, es sind insgesamt 6 große, dicke Kataloge gewesen, die diese Handschriften katalogisierten, beschrieben, ist es 1900 wiederum zur Auktion angeboten worden. Damals für den relativ stolzen Preis, weil die Handschriften, das ist alles vor der Hölderlin-Renaissance des 20. Jahrhunderts, die Handschriften an sich nicht so teuer waren. Aber dieses Blatt, weil es eben so instruktiv für die Arbeitsweise Hölderlins ist, ist damals für einen relativ stolzen Preis, nämlich 100 Mark, angeboten worden. Ganz offenbar aber ist es nicht verkauft worden. Das heißt, es ist zurückgegangen ins Archiv des Auktionshauses Kohn in Bonn und dann ist es erstmal 3-4 Jahre unbeobachtet geblieben. Denn der nächste Schritt, wo wir das Manuskript wieder auftauchen sehen, ist in dem Geschichtsverein hier in Heidelberg, dessen Vorsitzender der Oberbürgermeister damals war, Wilkens. Da ist über den Ankauf dieses Manuskriptes geredet worden, und zwar für genau die Hälfte der Summe, die damals bei dem Auktionskatalog ausgeschrieben war, nämlich für 50 Mark. Und es ist ganz offensichtlich dann um die Jahreswende, also man weiß nicht so genau, ist es noch 1903 oder ist es schon Anfang 1904 angekauft worden. Allerdings nicht, wie man vielleicht heute denkt, weil es jetzt irgendwie Hölderlin war oder so, sondern ganz offenbar, weil die Stadt Heidelberg und diese historische Kommission, die sie hatte, daran interessiert war, Zeugnisse zur Wirkung Heidelbergs in der Literatur, aber auch in der bildenden Kunst und so weiter aufzukaufen. Das heißt, es war der Akzent Heidelberg-Ode, nicht Hölderlin, und das war der zentrale Motivationspunkt. Und dann ist das Manuskript ganz lange Zeit im Prinzip in irgendeinem Kasten verschwunden, hat sich kein Mensch für interessiert. Wir wissen das, weil in den Ausstellungen, die in den 20er Jahren stattgefunden haben, von diesem Manuskript nie die Rede ist. Und erst als ein Universitätsjubiläum anstand, 1936, und im Kurpfälzischen Museum eine große Ausstellung stattfand, jetzt nicht auch nicht zu Hölderlin, sondern eigentlich zum Universitätsjubiläum, zur Bedeutung von Heidelberg als geistigem Zentrum und so weiter, hat der damalige Oberbürgermeister Neinhaus einem freischwebenden, literaturinteressierten und philologisch gebildeten Menschen namens Schöll, der auch dann eine Zeit lang kommissarisch das Archiv der Stadt geführt hat, den Auftrag gegeben, mal zu recherchieren, was gibt es bei uns in den Beständen überhaupt zur Wirkungsgeschichte Heidelbergs in der Literatur. Und der scheint relativ kurz vor Eröffnung der Ausstellung im September 1936 scheint er diese Handschrift gefunden zu haben, denn wir wissen, dass sie in Raum 15 dieser Ausstellungsplanung dann auch ausgestellt wurde. Nicht mit großem Pomp, sodass man sagt, also schaut mal hier, wie toll, sondern das läuft eher unter ferner Liefen. Und es hat komischerweise die Auffindung dieser Handschrift kein großes Echo auch im Rahmen der Ausstellungsberichterstattung gefunden, so wenig wie in den Akten, also in den Akten, die relativ gut erhalten sind zur Planung der Ausstellung im heutigen Stadtarchiv Heidelberg, ist nur die Beauftragung an Schöll dokumentiert, dass er das machen soll, dass er gucken soll, was gibt es zu Heidelberg im Archiv. Aber es ist die Auffindung dieser Handschrift oder dass sie besonders hervorgehoben würde, ist nicht dokumentiert. Gut, machen wir mal hier einen Schnitt und fragen nach der literaturhistorischen Bedeutung. Wenn man bedenkt, 1798 hat er das, glaube ich, geschrieben. Da war noch keine romantische Hochblüte in Heidelberg, diese kurze Zeit, die dann nach 1800 kam. Aber immerhin haben die Leute vielleicht doch schon romantisch gesungen, romantische Gedichte gemacht. Jedenfalls, wenn man an Eichendorff denkt, man kann sagen, das ist auch sehr schlicht vieles dabei, gut verständlich, es reimt sich schön und man hat ein Vergnügen dabei. Diese Ode jetzt ist
schwere Kost, um das zu verstehen, vom Satzbau, von der Wortwahl, von allem. Kann man sagen, dass mit Hölderlin die deutsche Lyrik sozusagen auf zwei verschiedenen Gleisen dann weitergefahren ist? Mehr das Volkstümliche, was man singen kann, was auch vertont worden ist. Auf der anderen Seite das doch sehr Intellektuelle und durchaus dem Verständnis auch gegenüber Sperrige. Ja, aber diese, wie soll man sagen, Zweigleisigkeit, die gab es das ganze 18. Jahrhundert über. Das war nicht erst was, was mit Hölderlin dann auftrat. Also man kann das sehr gut eigentlich erkennen an der Polarität der Dichtweisen von Goethe auf der einen Seite und von Klopstock auf der anderen Seite. Klopstock war Hölderlins großes Vorbild. Und Klopstock hat auch, wie das hier der Fall ist, in antikisierenden metrischen Versfüßen geschrieben. Das heißt, es sind antike Vorbilder, an denen man sich hier orientiert. Also gerade nicht Volkslied oder so wie bei Eichendorff oder Reimlyrik, ja, sondern sehr auf Sperrung auch des Satzbaus hin geschriebene Texte, die einen extrem hohen Anspruch nicht nur an die Kenntnisse, sondern auch an die Wahrnehmungsfähigkeit. Man muss eben oft über zwei, drei Verse hinweg das Verb finden, ja, damit man weiß, worum geht es jetzt hier eigentlich. Ja. Gibt es ein Versmaß, was man im Griechischunterricht kennenlernt? Ja, das waren im Prinzip die drei durch Horaz in die europäische Literatur eingeführten Standardodenmaß. Es gab die Alkäische Ode, die Asklepiadeische Ode und die Sapphische Ode. Und Hölderlin hat immer wieder in der damaligen Zeit, also so 96, 97 folgende, versucht in all diesen dreien Odenform Texte zu schreiben. Was interessant ist, ist natürlich, oft wird es ja so wahrgenommen und selbst noch bei Jaspers, der sich auch über dieses Gedicht ein bisschen geäußert hat in seiner Erinnerung als ein exemplarisches Gedicht, was einer Stadt gewidmet ist, wahrscheinlich das exemplarische Gedicht, was einer Stadt gewidmet ist, findet sich das auch noch, nämlich die Spannung zum Lied. Ja? Es heißt ja hier, dass er als Autor oder das lyrische Ich will der Stadt ein kunstloses Lied schenken. Und das, was hier tatsächlich vorliegt, ist ein höchst artifizielles Gebilde, woraus man dann eben auch erkennen kann, dass weder das Schenken eines kunstlosen Liedes noch auch das tatsächliche Gelingen, dass man die Stadt Mutter nennen kann, weil das gehört ja zusammen, möchte dir schenken ein kunstloses Lied und dich Mutter nennen. Beides ist ein irrealer Konjunktiv, ja, also es ist weder so, dass er das kann, sie Mutter nennen, noch kann er ihr ein kunstloses Lied schenken, sondern er schenkt der Stadt etwas anderes, nämlich ein sehr durchkomponiertes, unglaublich redaktionell überarbeitetes Gebilde, was gerade weil es diesen Widerstand hat, ja, wahrscheinlich so wirkungsmächtig dann geworden ist nach 1950, ja, wo es eines der exemplarischen Texte bei Hölderlin ist, der in jeder Anthologie auftaucht. Und keine deutsche und wahrscheinlich keine europäische Stadt hat einen Text so maßgeschneidert auf den Leib geschrieben bekommen wie Heidelberg mit diesem Gedicht.